Es ist ein Ort der Begegnung, ein Platz, wo zusammen grilliert, kocht, gelacht, gespielt und gärtnert werden kann. Die Brache Lachen, hier im Lachenquartier St. Gallen. Schon vor einem Jahr ist der Platz eingeweiht worden und jetzt dank dem Gewinn im Wettbewerb zum 150-Jahr-Jubiläum der St. Galler Kantonalbank gibt es den Platz auch weiterhin. Er wird sogar noch optimiert. Und zwar gibt es einen Unterstand und der ist von Haufen Freiwilligen gebaut worden. Ja, es läuft super. Wir sind im Plan. Wir sind hier am Bauen wie verrückt. Wir haben heute Morgen angefangen. Es sind die 4 Freiwilligen hier von der Kantonalbank. Wir kommen mit Fürschi. Es ist eine wahre Freude, mit ihnen zu arbeiten. Die haben richtige Energie und Lust, um hier etwas mitzuwirken. Wir haben um 8:30 heute angefangen, haben bereits die Pfosten reinhauen für die Hütte, die die Kinder als Basis nehmen können. Plus haben wir schon angefangen, mit dem Dach zu installieren, also voll drin. Ja, wir haben neue Herausforderungen, aber du hast die gut gemeistert beim Berechnen. Miteinander, ja. Das ist immer Gemeinschaftswerk. Kommt gut. Gut. Wir versuchen einfach ein bisschen vorwärts zu heben und gleichzeitig auch immer wieder auch einander ein bisschen kennenzulernen, weil wir sehen uns ja genau heute und nachher nicht mehr. Und so versuchen wir ein gutes Mass zu finden zwischen vorwärts machen und auch ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Es ist so, am Samstag haben wir immer offen, jetzt den Sommer durch, dann, immer am Nachmittag. Da können die Kinder kommen, man muss sich nicht anmelden. Es gibt ganz viele Sachen, die die Kinder machen können. Wir sind hier begleitend, nehmen die Ideen auf, wo wir sind und probieren die mit den Kindern zusammen umzusetzen. Und währenddem hier auf der Brache Lachen noch fleissig weitergeschafft wird, gehen wir zu einem anderen Gesellschaftsprojekt, das schon fertig ist. Im Kloster zu Mels gibt es seit dem April die erste Hospizwohnung vom Sarganserland. Ein würdevolles und autonomes Leben soll hier für einen Menschen, der unheilbar krank ist, bis in den Tod möglich sein. Und wir sind beim Tag der offenen Tür hineinschauen. Unser Angebot richtet sich an Personen, die sich in der letzten Lebensphase befinden und wo auch klar ist, dass wenn der Tod eintritt, dass nicht mehr reanimiert wird und keine Wiederbelebungsmassnahmen in Gang geleitet werden. Vor allem für jüngere Personen ist es häufig nicht denkbar, in einem Pflege- oder Altersheim zu sterben. Und die Spitalsituation ist ja so, dass in der Regel, dass man dort 3-4 Wochen auf der Palliativabteilung kann verbringen und dann sucht man in der Regel eine Anschlusslösung. Wir haben jetzt mit unserer Hospizwohnung noch ein wohnortsnäheres Angebot anbieten, wo wirklich auch die Angehörigen die Möglichkeit haben, sich in dem Mass einzubringen, wie sie es wollen. Sie können kommen, wenn es ihnen danach ist, können die Betreuung und die Pflege mit übernehmen, wenn sie das möchten. Können sich aber auch zurücknehmen und sagen, jetzt muss ich mich entlasten, jetzt möchte ich nicht beim sterbenden Angehörigen gerade sein, ich möchte ein bisschen Abstand nehmen. Der Sieg bei dem Projektwettbewerb hat uns finanziell einfach schlagartig entlastet. Wir haben nicht mehr weiter auf Sponsorensuche gehen müssen. Wir haben uns von dem Moment an, wo wir das gewusst haben, dass unsere Projektkosten finanziert werden, vollumfänglich, haben wir uns wirklich auf das Betriebskonzept konzentrieren können. Und darum haben wir eigentlich in so kurzer Zeit können das umsetzen und realisieren und können es darum heute eröffnen. Unser drittes Gesellschaftsprojekt von heute heisst «Degersheim zum Anbeissen». Es ist bewusst ein mehrdeutiger Titel. Der Verkehrsverein will nämlich Degersheim zum ersten essbaren Dorf machen. Statt «Betreten verboten» heisst in Zukunft «Pflücken erlaubt». An der Frühlingsausstellung haben wir mehr zu dem außergewöhnlichen Projekt erfahren. Musik.
Tegersheim zum Anbeissen ist natürlich ein zweideutiger Name. Das eine ist, es soll zum Anbeissen werden, dass man wirklich in den privaten und öffentlichen Gärten wieder überlegt, was tut man pflanzen. Es wird kaum so rauskommen, dass die Leute wählen können, von Haustür zu Haustür laufen und am anderen, wenn die Erdbeere reif sind, die Erdbeere zum Garten ausstucken, das wird nicht passieren. Aber wir wollen anstoßen, dass man wieder etwas pflanzt, dass die Kinder sehen, wo eine Himbeere wächst oder wie das Äpfel entsteht, dass das auch im Land draussen, wo das ja eigentlich jetzt noch alltäglich ist, weiterhin noch Tugend ist, aber auch ins Dorf getragen wird. Wir wollen ein bisschen farbiger werden, soll ein bisschen leben, soll ein bisschen ja, wieder spritzig werden und darum auch das anbeissen, was da für den Verkehrsverein sicher auch zum Tragen kommt. Gemeinsam weiter wachsen. Das ist der Wunsch von der St. Galler Kantonalbank zum 150. Geburtstag. Und zu diesem Wunsch passt auch unser heutiges Bankgeheimnis bestens. Weil zum gemeinsam weiter wachsen braucht es das Vertrauen, um sich näher zu kommen. Und das hat die Bank in den letzten Jahren bewiesen. Darum sagt René Stähli heute in seinem Bankgeheimnis: Nieder mit dem Panzerglas. Panzerglas haben wir gebraucht zum Schutz als Sicherheit. Und zwar war die Bargeldkasse direkt am Schalter. Das heisst, ein Kunde, Räuber, konnte schnell mit der Hand in die Kasse hineinlangen. Und das Panzerglas hat den Schutz vor Diebstahl garantiert. Aus dieser Zeit, Relikt aus alten Zeiten, habe ich ein Stück Panzerglas mitgebracht. Das steht hier oben. Ich tue jetzt das einmal auf und wir schauen hier rein. Also, was hat es hier rein? Das sieht so aus. Und wenn man das in der Seite betrachtet, ist das etwa ein 2,5 cm dickes Glas. In der Zwischenzeit hat sich aber sehr viel verändert. Wir bedienen die Kunden weniger, weil das Bedürfnis für das weniger gross ist, sondern wir beraten die Kunden viel mehr beraten. Das findet wiederum hinter dem Glas statt. Der Kunde sitzt mit dem Bankangestellten im Besprechungszimmer und es wird beraten über die verschiedenen Produkte, die wir offerieren können. Aber der Inhalt von dem Gespräch ist nach wie vor Bankgeheimnis.